Das wird mal Tee. Viele alltägliche Waren kommen vom anderen Ende der Welt und sind trotzdem erschreckend billig. Das geht fast immer zulasten der Produzenten. Internationale Konzerne machen gigantische Gewinne, die Bauern bleiben arm. Eine Alternative? Waren und Produkte aus gerechtem Handel. Wir haben uns einige davon genauer angesehen. Bananen, Kakao, Teppiche, Reis und Tee. Das Angebot wird immer größer. Inzwischen gibt es 30.000 verschiedene Produkte. Und seitdem fair gehandelte Waren auch im Supermarkt angeboten werden, hat sich der Umsatz verzehnfacht. Am höchsten ist er in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Und was haben die Produzenten davon? Sonnenaufgang im Gebirge. Sri Lanka ließ nur wenige der Touristen kennen, die auf die tropische Insel kommen, um hier Urlaub zu machen. Es gibt außerdem Tourismus, den wunderschönen Palmstränden und Ayurveda noch etwas, wofür Sri Lanka weltberühmt ist. Das ist der sogenannte Ceylon-Tee. Er wird seit über 100 Jahren hier im Hochland von Sri Lanka angebaut und ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Landes. Bislang war es leider so, dass hauptsächlich die großen Lebensmittelkonzerne, die Teeplantagen und Teefabrikbesitzer, vom Teeexport profitiert haben. Inzwischen lohnt sich der Teeanbau auch für einige selbstständige Kleinbauern, die den Tee über eine Kooperative an den fairen Handel verkaufen. Ich mache mich auf den Weg, um eine solche Kooperative zu besuchen. Vom Traumstrand bis zu den Teeplantagen im Hochland sind es rund 150 Kilometer. Die bequemste Art, durchs Land zu reisen, ist noch immer der Zug. Die Strecke wurde während der Kolonialzeit von den Briten angelegt, um den Tee in die Häfen zu transportieren. Sri Lanka hatte in den vergangenen Jahren mit mehreren Krisen zu kämpfen. 2004 überflutete der Tsunami große Teile der Küstenregion. Und fast 30 Jahre lang wütete ein Bürgerkrieg, der erst vor kurzem beendet wurde. Wer Arbeit sucht, hat es schwer. Auf dem Land gibt es fast nur Gelegenheitsjobs. Viele gehen ins Ausland. Der Tee ist eine der wenigen sicheren Einnahmequellen, vor allem, wenn er über den fairen Handel verkauft wird. Hallo, I am Bernard. Yes. Bernard Ranavera ist einer der Pioniere dieser Entwicklung. Er hat bereits vor 20 Jahren eine der ersten Kleinbauernkooperativen in Sri Lanka gegründet und die traditionelle ökologische Landwirtschaft gefördert. Ein großer Teil des Tees wird hier im Zentrum der Insel rund um die Stadt Kandy angebaut. Um den schlechten Arbeitsbedingungen auf den Plantagen etwas entgegenzusetzen, begann Bernard, sich in den 90er Jahren für Reformen einzusetzen. Seitdem ernten hier immer mehr selbstständige Kleinbauern Bio-Tee auf ihrem eigenen Grund. Sumitra Ranusinghe ist eine von ihnen. Sumitra hat 4 Söhne. Nach der Geburt des ersten Kindes arbeitete sie mehrere Jahre als Kindermädchen in Dubai, um Geld für eigenes Land zu verdienen. Ihr Mann Gamini zog den Sohn groß, bis die Familie das 5000 Quadratmeter große Feld kaufen konnte. Damals standen hier 13 Teebüsche und ein Mangobaum. Sumitra und ihr Mann haben daraus inzwischen mit Hilfe der Kooperative einen üppigen Teegarten gemacht. Sie bekamen Arbeitsgeräte und junge Pflanzen und haben gelernt, wie man Bio-Tee anbaut. Jetzt stehen hier mehr als 300 Teebüsche. Kannst du mir das mal genau zeigen, wie du das machst? Wenn falsch gepflückt wird, schadet das der Pflanze und der Qualität des Tees. Okay. Man nimmt immer nur den obersten Teil des Stammes mit 2 Blättern und der Knospe. Und das wird dann getrocknet. Thank you. Sumitra pflückt täglich bis zu 15 Kilo. Das dauert mehrere Stunden. Manchmal kommen die Nachbarinnen helfen. Habe ich das falsch gemacht oder war das richtig? Gut. Was gut? Ja, das ist unfassbar, was das für eine Arbeit ist. Man wundert sich, dass das nicht maschinell gemacht werden kann. Aber es ist tatsächlich so, dass wirklich jedes Blatt muss einzeln handverlesen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das macht zu dieser unglaublichen Puzzlearbeit.
Ich pflücke den Tee von unseren eigenen Pflanzen, die wir selbst gezogen haben. Das ist eine gute Arbeit. Es macht mich zufrieden. Die Teebüsche werden regelmäßig gestutzt. Sonst wachsen sie bis zu 5 Metern hoch. Nach 10 Jahren müssen sie durch neue ausgetauscht werden. Denn sie entwickeln nicht mehr ausreichend frische Triebe und der Ertrag sinkt. Pestizide sind hier tabu. Das Unkraut wird von Hand herausgerupft. Zu Kompost verarbeitet, geben die Pflanzenabfälle guten Dünger. So hat sich die Fruchtbarkeit des Bodens schon sehr verbessert. Dafür sorgen auch die anderen Pflanzen, die Sumitra zwischen den Tee gesetzt hat. Zum Beispiel Banane, Pfeffer oder Kokosnuss. Pepper? Coconut. Sie spenden den Teebüschen Schatten, vertreiben Schädlinge und bereichern die Küche. Kann ich dir den Korb jetzt abnehmen? Das sieht echt schwer aus. Thank you. Gemischte Teegärten wie der von Sumitra sind in Sri Lanka noch eine Ausnahme. Normalerweise wird der Tee in Monokulturen angebaut, wie auf den überwiegend staatlichen Plantagen. Konventioneller Anbau mit Pestiziden und Kunstdünger ist die Regel und wird vom Staat gefördert. Obwohl sich die negativen Folgen inzwischen deutlich bemerkbar machen. Gibt es in Sri Lanka Probleme wegen der vielen Pestizide? Ja, wir haben viele Probleme. Im Norden gibt es zum Beispiel häufig Nierenerkrankungen. Wegen der Pestizide? Ja, wegen der Pestizide und der Schwermetalle. Und trotzdem wird die Verwendung subventioniert. Es geht um viel Geld im Teegeschäft. Und es ist schwer, gegen die etablierten Strukturen anzukommen. Wie überall auf der Welt wurde auch hier jahrzehntelang der Glaube verbreitet, dass sich nur mit Hilfe von Chemikalien eine lohnende Ernte erwirtschaften lässt. Vor dem Pflanzen muss man die Setzlinge in Chemikalien tauchen. Dann braucht man Chemikalien gegen Krankheiten. Und der Samen wird auch von derselben Firma verkauft. Seed terrorism. Bernard nennt das Saatterrorismus, was diese ganzen Konzerne hier treiben, weil sie die Bauern wie Junkies abhängig machen von dem Saatguteinkauf und dem Einkauf von Pestiziden und Düngemitteln. That's a very interesting expression. I've never heard that before. Der konventionelle Teeanbau lohnt sich vor allem für die Industrie und die Plantagenbesitzer. Viele der Kleinbauern und Arbeiter dagegen leben am Existenzminimum und die Natur wird gnadenlos ausgebeutet. Aber es gibt immer mehr Farmer, die auf Bio-Tee umsteigen und sich einer Kooperative anschließen. SOFA, die Small Organic Farmers Association von Bernard, begann mit rund 200 Bauern. Jetzt, 20 Jahre später, werden hier vom Hauptquartier aus fast 3000 Mitglieder betreut, die Bio-Tee und Bio-Gewürze anbauen. Die einzelnen Produktionsgemeinschaften sind über ganz Sri Lanka verteilt. Das ist also dein eigener, supergesunder, fair gehandelter Bio-Tee. Of course. Sehr lecker. Selbst für einen Kaffeetrinker lecker. Bernard kommt aus einer Gewürzfarmerfamilie und kämpft schon lange für bessere Anbaumethoden und mehr Gerechtigkeit. Warum hast du eigentlich mit Bio und fairem Handel angefangen? Das ist für mich Herzenssache. Es gibt überall so viele Gesundheitsprobleme. Da will ich ein gutes und gesundes Produkt anbieten. Ich fahre in die am höchsten gelegene Teeregion Sri Lankas. Weil es fast immer kühl und feucht ist, wächst hier besonders guter Tee. Die Teepflückerinnen sind fast alle Tamilinnen. Nachfahren der Pflücker, die die Briten vor mehr als 100 Jahren zur Arbeit in den Teeplantagen aus Indien holten.
Lange Zeit eine benachteiligte Minderheit, arbeiten auch heute noch viele für 2 Euro am Tag im Akkord. Armut ist alltäglich. Das hat sich für Subramaniam und seine Familie geändert. Nice to meet you. My name is Hannes. How are you? Seitdem er für die Kooperative Biotee anbaut, hat die Familie mit Kindern und Enkeln ein sicheres Grundeinkommen. Subramaniam ist froh, jetzt sein eigener Boss zu sein und nicht mehr auf einer Plantage schuften zu müssen. Sein Teefeld beginnt gleich hinter dem Haus. Hier erntet er seinen eigenen Tee und erledigt alle anfallenden Arbeiten zusammen mit der Familie. Früher habe ich Tee für eine Firma gepflückt. Heute besitze ich eigenes Land und mache alles selbst. In der Kooperative wird nicht nach der Herkunft unterschieden, egal ob Singalese oder Tamilien. Jeder bekommt eine Chance. Das ist ein großer Fortschritt nach dem langen Bürgerkrieg und gut für das Zusammenleben. Die ersten Teeplantagen wurden in Sri Lanka um 1870 von Briten angelegt, als Ersatz für erkrankte Kaffeepflanzen. Bald gab es mehrere hundert Teefabriken, eine davon ist heute ein Museum. Britische Plantagenbesitzer wie Sir Thomas Lipton werden als Wohltäter verehrt, die moderne Technik und Infrastruktur nach Ceylon brachten, wie Sri Lanka damals noch hieß. Aber historische Darstellungen bezeugen auch Umweltzerstörung und Ausbeutung. Die britischen Kolonialherren wurden durch den Teeexport reich. Die tamilischen Pflückerinnen und Arbeiter blieben arm. Das hat sich für die meisten bis heute nicht geändert. Der faire Handel gibt ihnen eine Chance, ebenfalls von Sri Lankas Teeschätzen zu profitieren und sich ein unabhängiges Leben aufzubauen. Vavakele, ein tamilisches Dorf im abgelegenen Bergland. Eine deutsche Hilfsorganisation hat hier für verarmte Pflücker vor ein paar Jahren für wenig Geld Land gekauft, auf dem die Familie mit Hilfe der Kooperative Biotee anbauen. Die Häuser wurden mit der Zusatzprämie aus fairem Handel renoviert. Die Dächer sind jetzt dicht, es gibt sauberes Wasser und Toiletten. Vor kurzem haben die Bauern begonnen, mit Hilfe der Zusatzprämie des fairen Handels den alten hinduistischen Tempel zu renovieren. Ein selbstbewusster Ausdruck ihrer tamilischen Kultur, die im überwiegend buddhistischen Sri Lanka lange Zeit unterdrückt wurde. Wir möchten, dass der Tempel bald fertig wird, damit wir wieder einen würdigen Platz zum Beten haben. Aber dafür brauchen wir noch mehr Geld. Die Dorfbewohner entscheiden selbst, in welche Gemeinschaftsprojekte sie das Geld stecken, das der faire Handel ihnen zusätzlich zur Verfügung stellt. Vielleicht gibt es ja noch wichtigere Aufgaben. Und es geht noch eine Weile in der alten Blechhütte. Ich verlasse das kühle Bergland und fahre zurück zum Hauptsitz der Kooperative in der Nähe der Stadt Kandy. Es ist Anfang Dezember, da ist die Regenzeit eigentlich fast zu Ende. Trotzdem gibt es jeden Tag kräftige Schauer. Das macht den Teefarmern Sorgen, denn zu viel Wasser ist schlecht für die Ernte. Einmal in der Woche bringt Sumitra ihren Bio-Tee zur Sammelstation. Im Schnitt ernten die Farmer rund 30 Kilo pro Woche. Dafür bekommen sie 15 Euro. 20% mehr als sonst üblich. Aber es geht nicht nur ums Geld. Wer für den fairen Handel arbeitet, hat auch Mitspracherecht in der Kooperative. Was absolut ungewöhnlich ist für die Verhältnisse in Sri Lanka an diesen Kooperativen, ist die Tatsache, dass sämtliche Mitglieder ganz demokratisch ihre Vertreter und Manager wählen und gemeinsam entscheiden, wofür die Fairtrade-Prämie ausgegeben wird. Die gewählte Vorsitzende lässt heute über Neuaufnahmen abstimmen. Es gibt viele Anträge, die guten Verdienstmöglichkeiten haben sich herumgesprochen. Aber bevor jemand hier Mitglied werden kann, muss er viele Schulungen und Kontrollen absolvieren. Fair gehandelter Bio-Tee unterliegt besonderen Qualitätsstandards. Das gilt auch für die Weiterverarbeitung. Ich besuche eine Teefabrik, in der ausschließlich fair gehandelter Bio-Tee für den Export hergestellt wird. Die Angestellten bekommen existenzsichernde Löhne
Es gibt geregelte Arbeitszeiten und Arbeitsschutz. Kinderarbeit ist verboten. Und ganz besonders wird auf Hygiene geachtet. Handelspartner dieser Teefabrik sind zum Beispiel GEPA, Demeter und Fairtrade. Ready. Aus den frisch gepflückten Blättern wird je nach Verarbeitung grüner oder schwarzer Tee. Zuerst werden sie über warmer Luft getrocknet, anschließend zusammengerollt und gesiebt. Das ergibt grünen Tee. Für schwarzen Tee werden die Blätter zusätzlich mehrere Stunden feucht gelagert, damit die Gerbsäure oxidiert. So entsteht das typische Aroma. Aber vorher gibt es einen Qualitätscheck. Ich kontrolliere, ob die Blätter reif und gesund sind. Heute wird hier grüner Tee produziert. Nach dem Rollen, das wir nicht filmen durften, müssen die getrockneten Blätter mehrfach gesiebt werden. Beim ersten Arbeitsdurchgang verschwinden durch das Rütteln alle Blattrippen und Fasern. Dann geht es um die Blattgröße. Für viele Teetrinker neben dem Anbaugebiet ein wichtiges Kriterium für die Qualität. Das war Green Fennings, aber Teabag Grade. That's what's in the Teabag. Ja. Also in diesem Raum wird in verschiedenen Stufen sortiert. Und je feiner, wie der hier für den Teebeutel, desto schlechter ist eigentlich die Qualität. Aber das ist das, was so der Durchschnittsbürger wie ich immer trinkt. Von der steigenden Nachfrage nach fair gehandelten Bioprodukten profitieren nicht nur die Kleinbauern in den Kooperativen. Die Arbeitsplätze in der Teefabrik sind begehrt. Das gilt auch für die Verpackungsabteilung, wo der Tee endlich im Teebeutel landet, den wir dann am anderen Ende der Welt aufgießen. Im abgelegenen Hochland gibt es kaum Verdienstmöglichkeiten und selten sind die Arbeitsbedingungen so gut wie hier. Es gibt zusätzlich ein warmes Essen, und die Frauen werden nach der Spätschicht nach Hause gefahren. Der fertige Tee hat je nach Blattgröße einen anderen Namen. BOP, Broken Orange Pico, gilt als beste Qualität. BOP Fennings, Broken Pico und Dust sind nur etwas feiner. Welchen Tee mögen Sie denn am liebsten? My favorite tea. Ich trinke am liebsten BOPF. That's the Fanning. Yeah. Broken Orange Pico. Broken Orange Pico Fennings. This is a science, you know. That. Mix milk. Gemischt mit Milch. Das schmeckt sehr gut. Yeah. Okay. Der Tee kam während der Kolonialzeit nach Sri Lanka. Andere wertvolle Naturschätze waren schon immer da. Es gibt noch etwas, wofür Sri Lanka weltberühmt ist. Jeder, der gerne kocht oder gerne gut isst, der weiß das. Das sind Gewürze. Diese Gewürze wachsen im Dschungel von Sri Lanka. Und da fahre ich jetzt mal hin. Okay, kannst du rein. Ja. Der Gewürzfarmer, den ich besuchen will, wohnt in der Region Matale. Hier werden die meisten Gewürze für den Export angebaut. Dschungel gibt es hier eigentlich an jeder Ecke. Das Klima ist typisch tropisch. Warm und feucht, sodass alles gut wächst und gedeiht. Darunter auch viele Gewürze, die wir in Europa überhaupt nicht kennen. Dhanapala wohnt mitten in seinem Gewürzgarten. Er beliefert seit mehreren Jahren die Kooperative und baut hier alles so an, wie seine Vorfahren das schon immer gemacht haben. So, jetzt bin ich gespannt, was er mir jetzt zeigt. Ah. Okay, er geht jetzt pflücken. Die Gewürze verstecken sich hier überall zwischen dem üppigen Grün. So schön ist Biodiversität. Billiggewürze wachsen dagegen meistens in Monokulturen. Und das geht nur mit Chemie. Hier ist alles bio und wird einzeln von Hand geerntet. Ich hatte keine Ahnung, dass Nutmeg, wie heißt es bei uns, Muskat, so aussieht. Aus der Schale machen die Leute in Sri Lanka Chutney. Das ist eine ganz feine, delikate Art von Muskat. Die nennt sich hier Maize, was so viel heißt wie Labyrinth, was ja Sinn macht. Und das ist das, was wir kennen, die Muskatnuss. Wie sagt man? Buy three, pay one. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich als Laie hier erkannt hätte. Da kann man wirklich sehen, das ist eine Ingwerwurzel.
ist frisch gepflückter Pfeffer, bevor er getrocknet und schwarz wird. Oh ja, das pfeffert jetzt schon ordentlich. Die Nelken sind erst in ein paar Wochen reif. Also das sieht jetzt zwar überhaupt nicht so aus, aber das wird irgendwann Zimt. Das ist also ein Curryblatt. Also das deutsche Lieblingsgericht ist ja die Currywurst. Curry ist bei uns eine Gewürzmischung, aber die Grundlage dieser Mischung ist dieses Curryblatt. Und das riecht noch so gar nicht nach Curry. Curry, Curry. Und das kann man essen? Kann man das essen? Aber stimmt es auch wirklich mit den Curryblättern? Was machen denn unsere Übersetzer zu Hause in ihr Curry? Blätter oder Pulver? Meine Frau, es nehmen Pfeffer, Chili, Safran. Nur Safran? Safran auch ein bisschen geben. Wir essen richtig scharf. Wir nehmen nicht immer die gleiche Mischung. Das ist so ein modernes Ding, dieses Currypulver. Traditionell haben wir für jedes Curry ein anderes Rezept. Ruf lieber mal deine Frau an und frag sie, ob sie Currypulver verwendet. Also offensichtlich gibt es da kein schlüssiges, allgemeingültiges Rezept. Das macht jeder hier, wie er will. Zurück zu Sumitra. Auch sie verkauft die Gewürze, die in ihrem Teegarten wachsen, allerdings nur in der Nachbarschaft. Von der Fairtrade-Prämie konnte sich die Familie eine professionelle Gewürzmühle kaufen. Jetzt bringt der kleine Laden ein Zusatzeinkommen. Heute wird Koriandersamen gemahlen. Außerdem verkauft Sumitra noch Zimt, Pfeffer und Nelkenpulver. So fördert der faire Handel die Eigeninitiative und unterstützt Projekte, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kleinbauern zugeschnitten sind. Früher hat Sumitra hier auch noch Lebensmittel und Haushaltswaren angeboten. Aber das lief nicht so gut. Und jetzt sucht sie nach einer anderen zusätzlichen Verdienstmöglichkeit. Die Haupteinnahmequelle der Familie ist der fair gehandelte Bio-Tee. Er bringt rund 75 Euro im Monat. Das ist für Sri Lanka schon ein gutes Grundeinkommen. Es reicht für ein einfaches Haus, Essen, Kleidung. Aber in den vergangenen Jahren sind die Preise stark angestiegen und Sumitra und ihr Mann müssen zusätzlich Geld verdienen. Das ist nicht einfach in einem Land, das zwar viele Naturschönheiten hat, aber kaum Verdienstmöglichkeiten bietet. Sumitra und ihr Mann haben es geschafft, sich als Kleinbauern selbstständig zu machen und erwirtschaften über den fairen Handel ein stabiles Einkommen. Aber genügt das auch? Stuti, thank you so much. Jetzt, wo du deinen Traum verwirklicht hast und deine eigene Farm hier besitzt, bist du zufrieden? Kannst du von dem leben, was du hier erwirtschaftest? Es ist ziemlich eng. Essen, Kleidung, Schulsachen, das ist alles teuer. Und ich muss immer alles für vier Kinder kaufen. Vier Paar Schuhe, über 70 Bücher, das ist nicht einfach. Die beiden ältesten Söhne besuchen das Gymnasium in der Stadt und der Jüngere lernt auch fleißig, damit er einen guten Beruf bekommt. Darüber freuen sich die Eltern, aber es kostet viel Geld. Mein Traum von der eigenen Farm hat sich erfüllt. Jetzt wünsche ich mir, dass es meinen Kindern noch besser geht, dass sie den Aufstieg schaffen, auch wenn es schwer ist. Thank you. Really pleasure. Thank you. Thank you. Thank you so much. All the best to you, really. Zum Glück hat Sumitra es jetzt selbst in der Hand, noch etwas dazu zu verdienen. Sie will in ihrem Garten mehr Teebüsche anpflanzen und bemüht sich um eine Exportlizenz für ihre Bio-Gewürze.
Die will sie dann auch über den fairen Handel nach Europa verkaufen. Das Großartige am fairen Handel ist ja nicht nur, dass das Einkommen und der Lebensstandard der Tee- und Gewürzbauern hier in Sri Lanka gesteigert wird, sondern dass sie es endlich schaffen, aus eigener Kraft ihr Leben zu verbessern und damit aus diesem Kreislauf von Abhängigkeit, Unterdrückung und Armut rauszukommen.